Ich bin's. Mit einer Frage, die ich gestellt bekomme. Einer der Nachteile am Videomachen ist, dass man Fragen gestellt bekommt, die man eigentlich gar nicht gestellt bekommen möchte. Und die große Frage ist, ey, sag mal, Mika, was ist denn mit deinem Bart passiert? War der letzte Woche nicht noch etwas grauer? Haben wir vielleicht eine Midlife-Krise? Und dazu muss ich sagen, natürlich habe ich eine Midlife-Crisis. Jedermann sollte eine haben. Wenn du keine hast, dann mach dir eine. Aber nein, der Bart hat nichts mit der Midlife-Crisis zu tun. Der Bart hat ausschließlich etwas damit zu tun, dass ich doof bin. Und zwar habe ich vor einigen Tagen, mehr als einer Woche jetzt, eine kleine Sache gemacht. Ich habe mir den Bart versucht, rot zu färben. Wir haben eine Sammlung für die Leukämie-Stiftung gemacht. Und in dieser Sammlung haben Leute rote Klamotten getragen, wegen Blut. Und ich dachte mir, hey, ich bin cool, ich trage einen roten Bart. Habe mir auswaschbare Farbe gekauft, die nach Angaben des Herstellers nach dreimal Waschen wieder draußen sein sollte, so Theaterfarbe. Habe angefangen, mir den Bart, der ja schon recht weiß war, rot zu färben. Nach dem Trocknen und dem Auswaschen sah ich dann ein bisschen so aus, als wenn ich, wie soll man sagen, eine Beziehung gehabt hätte mit einer Karotte. Schön dunkelrot, genau hier mit ein paar Tröpfchen, etwas orangener hier, fast noch braun da, mit Flecken überall. Sah wirklich nicht gut aus. Ja, die Antwort war dann, den Bart braun zu überfärben. Auch wieder mit auswaschbarer Farbe, die sollte auch in 12 bis 15 Tagen wieder weg sein. Man sieht schon ein bisschen, wird schon wieder grau und dann sollte ich auch wieder aussehen, als ob ich 85 Jahre alt bin. Das Problem ist jedoch, dass den Leuten mein Bart gefällt. Braun sieht schön aus an mir, sagen sie. Also kann ich jetzt entweder zurückgehen und zum alten grauen Maus werden oder habe mich auf ein lebenlanges Färben eingelassen. Muss ich halt mal schauen. Entweder mein Bart bleibt braun, dann sieht er so aus wie heute, was eigentlich gar nicht so schlecht ausschaut. Oder ich gestehe mir selbst und anderen ein, dass ich eigentlich eine graue Maus bin. Auf der anderen Seite könnte ich am Morgen multitasken, wenn ich so auf dem Klo bin. Und damit stellt sich die ewige Frage, die sich wohl jeder Mann und jede Frau stellen muss. Mag ich mich färben oder mag ich so bleiben, wie ich bin? Ich glaube, ich gefalle mir ganz gut, so wie ich bin. Der extra Bart? Müssen wir mal sehen. Vielleicht mal ein Experiment, ein paar Wochen, gucken, was passiert. Und dann wieder auswaschen lassen. Oder vielleicht seht ihr mich beim nächsten Video schon wieder ganz in Grau. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, danke fürs Dasein. Tschüss!